Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit einer wunderbaren Sendung Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier Marc Hagenbeck, der Mentalist, und Grüß Gott. Sashi. Und wir haben heute, was für ein Datum haben wir heute? Haben wir natürlich den 15. Mai. 15. Ja? Ja logisch, Mai, oder? Ja genau. Wer hat heute Geburtstag am 15. Mai? Birdie hat heute Geburtstag. Birdie. Kennst du Birdie? Natürlich, wer kennt Birdie denn nicht? Zeig mal Birdie hier. Also, dann zeigen wir mal schnell mal ein Bild von Birdie hier. Ja, ganz süß. Ja? Ja. Birdie, was hat sie gesungen? People help the people. Ja, und natürlich auch Wings. Ja, ja, genau. Und kannst du singen, People help the people? People help the people, and when you're holding, di, 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 di. Oh ja, am Schluss hat man es erkannt. Am Schluss hat man es erkannt, aber vorher war eine Katastrophe. Ja, was war am 15. Mai noch? Ja, 1974 wurde Walter Scheel zum Bundespräsidenten gewählt. Echt, das ist bis Walter 1979 war das. Guck mal hier. Walter Scheel, natürlich ein erklärter... Komm zurück hier, Walter Scheel, komm ja. Mal. Natürlich ein erklärter Gegner. Da, das ist da ist er, ja. Ja. Genau. Aber, Walter Scheel mochte auch keine Waffen. Ja, ja, genau. Und, hat er mir mal erzählt. Und weswegen haben wir die Folie gerade gesehen? Weil am 15. Mai ist der internationale Tag der Kriegsdienstverweigerer. Sehr richtig. Du warst beim Bund? Ich war beim Bund 8 Jahre lang. 8 Jahre? 8 Jahre, jawohl. Ich war SS-Soldat, ich bin Oberfeldwebel der Reserve. Ach du Schreck. Jawohl. Ja, jetzt, da müssen wir jetzt hier abbrechen. Das stopp, hat ja stop it, mehr. Stop it. Was? Du bist Oberfeldwebel der Reserve? Ja. Ja, oh mein ja, Gott, ja, nee. Ja. Ja. Ich bin, ich habe nicht verweigert, aber ich hätte wahrscheinlich verweigert. Ich bin aber ausgemustert. Du bist ausgemustert. Schön mit 5 ausgemustert mit worden. 5 schön durchgerutscht. Nicht mit 5 Jahren, sondern ja, ich mit weiß 5 bewertet worden. Genau. Mit 5 ausgemustert, ja. Genau. Kann man also heute irgendwie. Tag der Kriegsdienstverweigerer. Kann ich auch nachvollziehen. Perfekt. Was war noch am 15. Mai 1955? Österreich erhält durch einen Staatsvertrag mit den 4 Siegermächten seine Souveränität zurück. Och, das ist aber lieb. Jawohl. Ja. Das war 1955. 1955. 10 Jahre nach Kriegsende. Richtig. Och, das ist aber lieb. Ja. War doch ganz nett, ne? Die Öschis, ne? Die Öschis, ja. Haben es damals... Haben sie sich verdient. Geht so. Okay. Ja. Ich will dazu nicht weiter was erwähnen. Auf jeden Fall, das war am 15. Mai alles. Ja. Ja, jetzt könnt ihr mit diesem Wissen könnt ihr jetzt rausgehen und könnt ihr eure Umgebung dann entsprechend belatschern. Und wir sehen uns morgen am 16. Mai. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.